Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und ich kann euch schon mal eine Sache vorwegnehmen, und zwar hätte es meinen YouTube-Kanal in der Art und Weise, wie er heute existiert, niemals ohne meinen Freund Marc gegeben. Deswegen hole ich ihn auch gleich mit vor die Kamera, aber erst nach dem Intro, also bleibt dran! Also, das ist Marc. Hi, moin. Diejenigen, die mir auf Insta folgen, kennen ihn ja schon. Aber jetzt halt nochmal offiziell auf YouTube. Ich habe dich ja heute dazu geholt. Es soll darum gehen, dass wir einmal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und da spielst du ja eine ganz entscheidende Rolle. Ja, das stimmt. Und ja, erzähl doch einfach mal, wie das Ganze anfing und was du damit zu tun hast und ja, warum du heute hier sitzt. Also für euch ist es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, wie es dazu kam, dass ich vielleicht Ami so ein bisschen gepusht habe, mit YouTube zu starten. Und zwar ist so ein bisschen so meine eigene Leidensgeschichte. Also ich von mir sage so, meine Zähne sind jetzt nicht die besten. Also ich hatte in meiner Kindheit immer wieder mal Löcher in den Zähnen gehabt und kannte es halt vom Zahnarztbesuch immer so, dass ich immer wieder auf dem Stuhl saß. Mein Zahnarzt hat nicht viel geredet. Und da war es immer wieder so, dass es immer wieder gab, ja, hier, jetzt müssen wir betäuben. Und ich habe immer versucht herauszufinden, wie ich meine Zahnpflege besser mache, weil grundsätzlich habe ich halt zweimal täglich meine Zähne geputzt, ich habe gute Zahnpasta benutzt, ich habe eine gute Zahnbürste benutzt und immer versucht, da besser zu werden und auch mehrfach in der Praxis dann auch diese PZR gemacht und eine Schulung gemacht, um einfach besser zu werden. Aber das Ergebnis war nie für mich zufriedenstellend, so dass ich immer wieder da mal auf dem Stuhl saß und dann in meiner Kindheit, sage ich mal, dann immer wieder ein Loch hatte. So, und das ja, war so ein bisschen meine Leidensgeschichte einfach. Du machst das jetzt ganz schön schlecht, also es soll nicht so rüberkommen, dass du schlechte Zähne hast. Das ist nämlich definitiv nicht so. Und ich weiß, dass du das manchmal von dir denkst, aber ich habe dir schon oft gesagt, dass, also Marc hat keine schlechten Zähne. Ja, die eine oder andere Füllung ist da und darüber ärgerst du dich extrem und das finde ich auch gut. Du hast einen sehr hohen Anspruch und hättest natürlich am liebsten kein Loch gehabt. Ja. Und das finde ich halt gut. Also da war bei dir immer die Motivation und der Wille da, was für deine Zähne zu tun. Aber so wie du es mir halt erzählt hast, kam nie genug Aufklärung vom Zahnarzt. Also du hättest gerne mehr gemacht und wusstest nicht wie. Ne? Das stimmt. Ja, das war immer so, ich habe gefragt, was kann man machen? Und dann kam irgendwann der Tipp, ja, Kaugummi. Ja, welches Kaugummi? Ja, zuckerfrei. Also es war immer so, dass für mich so diese Grundbasis gefehlt hat, zu verstehen, woher kommt das eigentlich? Jetzt weiß ich natürlich, das waren massive Fehler, wie zum Beispiel, ich habe mal irgendwann geglaubt, ich habe genetisch schlechte Zähne oder irgendwie, das liegt, oder wie zum Beispiel, wann putzt man die Zähne? So ganz einfache Basics, wo ich einfach denke so, ja, ich hatte als Kind an meinem Bett hatte ich da einen Bananensaft stehen, den habe ich dann auch nach dem Zähneputzen getrunken, da ich damals Wasser noch nicht so gerne mochte. Und so, jetzt ist natürlich klar, dass wenn man dann so ein zuckerhaltiges Getränk trinkt vor dem Schlafengehen, nach dem Zähneputzen, was soll denn da Gutes passieren? Und da hast du mir halt sehr viel auf die Sprünge geholfen, als wir uns kennengelernt haben. Und dann hast du halt gesagt, ja, das musst du machen, darauf musst du achten. Und ich habe mir von dir sehr viel Wissen halt abgezapft. Und mit dem Ergebnis, dass ich dann beim Zahnarzt auf dem Stuhl saß, mehrfach, und einfach es keine Löcher mehr gab, also kein Karies. Es wurden mit der Zeit dann immer nur noch die Füllung aufgeneuert. Das heißt, ja, die ist ein bisschen älter, die machen wir mal neu, machen wir eine frische rein, hat es wieder gehalten. Und dann konnte ich aber auch über längeren Zeitraum, also bis heute eigentlich, diesen Status aufrechterhalten mit deinen Tipps. Mhm. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und mir ist aufgefallen, dass eine Sache nicht ganz klar geworden ist. Und zwar wollte ich das nochmal klarstellen. Ich habe bis heute keine Karies bekommen. Also seit der Aufklärung, die ich von Ami bekommen habe, bis heute gab es kein Loch mehr. Natürlich mussten immer wieder mal die alten Füllungen aufgebessert werden und erneuert werden, aber es gab bis heute keine neue Karies. Das wollte ich noch einmal klarstellen, weil das ein Punkt ist, der mich extrem freut, gerade auch für meine Zahngesundheit, und den wollte ich nochmal für euch sehr klarstellen. Und weil ich irgendwie diese Leidensgeschichte mit mir habe und einfach von dir so viel Wissen abgezapft habe, war das dann für mich so wertvoll, dass ich dann halt gesagt habe, das musst du den Leuten erzählen, das hilft. Ja. Und für dich war das eigentlich ja alles so Standardwissen. Ja, warum kannst du den Leuten auch mal erzählen? Das ist auch ganz interessant. Ja, also meine Eltern sind beide Zahnärzte, insofern habe ich es
von Geburt an eigentlich mitbekommen. Tischgespräch, ne? Ja, das war Tischgespräch. Natürlich haben meine Eltern da extrem drauf geachtet, dass ich meine Zähne gut putze, dass wir wenig Süßigkeiten essen und alles, was dazu gehört. Das habe ich halt einfach von Kindheit an mitbekommen und für mich war es normal. Und ich dachte, also ich hatte bis heute noch nie ein Loch und ich dachte immer, dass das das Normale ist, dass junge Menschen einfach keine Löcher haben. Ich dachte, das haben, also so als Kind, Jugendliche, dachte ich immer, das haben die Erwachsenen. Löcher haben Erwachsene und sonst keiner. Weil ich dachte, jeder ist so wie ich und es ist total normal. Aber ja, mit der Zeit, ich habe dann ja auch bei meinen Eltern in der Praxis assistiert, als ich noch zur Schule ging. Und da habe ich halt gemerkt, dass es nicht so normal ist. Und bin da so ein bisschen aus meinen rosaroten Wolken herausgefallen. Und habe da schon sehr früh gemerkt, dass es eben ja doch auch bei jungen Menschen durchaus Probleme gibt und das auch nicht zu selten. Und ja, dann habe ich ja letztendlich selber Zahnmedizin studiert. Und um ja jetzt nochmal den Bogen zu schließen zu YouTube. Du hast ja damals schon einen eigenen YouTube-Kanal gehabt. Ja, das stimmt, ja. Genau, worum ging es da? Genau, also ich hatte schon Erfahrung mit YouTube, das heißt, ich bin automobilbegeistert, also ich mag halt Autos sehr gerne und habe dann über mein Auto angefangen zu berichten und hatte da, sag mal, ein Jahr Erfahrung, glaube ich, oder sowas. Ungefähr ein Jahr habe ich damit schon hobbymäßig halt ein paar Videos gemacht und habe halt auch den Leuten geholfen und viel Feedback bekommen und irgendwie hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht und ich dachte halt, das ist halt für dich das Medium, wo man einfach die Leute erreicht, um dann eine Aufklärung zu schaffen, weil für dich ist das ja alles so selbstverständlich und für mich war das einfach so, aha, und so hat sich das Puzzle immer mehr zusammengesetzt, dass ich einfach gemerkt habe, es gibt halt wichtige Sachen, die man wissen muss und es ist halt, es fehlt halt komplett in der Aufklärung. Also mein Zahnarzt, weiß nicht, kann ich nicht sagen, ob der schlecht war, aber die Aufklärung war nicht da. Ich war da und habe nicht gewusst, warum immer wieder ein Loch kommt. Und ja, ne, warum ich immer wieder mal das Phänomen hatte, dass meine Zähne, obwohl ich sie gut putze, trotzdem Karies bekommen haben. Ja. Obwohl ich eigentlich bemüht war. Und für den Normalen, so habe ich das Gefühl, fehlt irgendwie der Kanal der Aufklärung. Also vom Gefühl her würde ich sagen, alle, die im Job arbeiten, wissen perfekt Bescheid und haben mäßig gute Zähne. Mhm. Aber die Leute, die jeder eigentlich, der nicht in dem Berufszweig arbeitet, hat irgendein Halbwissen aus einer Apothekenzeitschrift und der Bunte oder was weiß ich was. Und da fehlt so die Kompetenz, die sich da hinstellt. Und das ist jetzt eigentlich ja den Part, den du ja eigentlich jetzt auf YouTube übernimmst. Mhm. Also du stellst dich hin und klärst auf mit den einfachsten Sachen und gibst den Leuten so einen Fahrplan an die Hand, wo sie halt sich mit deinen Videos dran orientieren können. Und das merkst du ja auch an den Kommentaren. Also ja, an den Kommentaren merke ich das auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht war es halt so, ich hatte, als ich anfing dann mit YouTube, habe ich auch schon längst als Zahnärztin gearbeitet und meine eigenen Patienten gehabt. Und ich habe bei meinen Patienten gemerkt, dass immer wieder die gleichen Fragen kamen. Also wenn Fragen zum Thema Mundhygiene an mich gerichtet waren, dann war es immer wieder das Gleiche, so die Standards, die Basics. Und ich habe immer gedacht, wieso wissen die das nicht? Also für mich waren es halt einfach die Standards und ich habe halt gemerkt, dass selbst die Standards oft, ja, dass sie das einfach nicht wissen. Und dann hinzu natürlich kam noch dein Part, also dass ich ja bei dir auch gemerkt habe, dass einfach die Aufklärung fehlte. Und das zusammen hat halt letztendlich ergeben, ja, dass ich gemerkt habe, da fehlt einfach die Aufklärung. Und ich habe ja bei dir mitbekommen mit deinen YouTube-Videos und wie Spaß dir das gemacht hat. Und ich hatte halt auch Lust, YouTube zu machen. Bloß habe ich damals niemals darüber nachgedacht, dass sich irgendwer auf YouTube Videos zum Thema Zahnpflege angucken könnte. Ich dachte wirklich, als du mit der Idee kamst, ja, mach doch Zahnpflege. Dass ich so, wer guckt sich denn Videos über Zahnpflege auf YouTube an? Wer macht denn sowas? Weil für mich war YouTube eine Plattform für diese ganzen Beauty-Influencer, wo es um Make-up ging, um Fashion, Klamotten, um Haare und sowas alles. Aber nicht dieses Wissen, Aufklärung, diese bisschen ernsteren Themen, sage ich mal. Und ich hätte nie gedacht, dass sich irgendwer Videos darüber auf YouTube anschaut. Und deswegen, als du mit der Idee um die Ecke kamst, dachte ich erst so,
Okay, weiß ich jetzt Ja, nicht aber so es ist eigentlich essentiell, ne? Also das habe ganz. ich halt gemerkt, Ja. wie krass mein Level gestiegen ist. Und das Also für merkst du ja mich, auch. ja, für mich wäre es auch niemals in Frage gekommen, auf YouTube irgendwas über Beauty und so zu machen. Das bin nicht ich. Ich werde hier euch jetzt nichts über Schminke und so erzählen. Es sei denn, ihr wollt was über Naturkosmetik wissen. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also für mich war schon klar, dass ich irgendwas zum Thema Gesundheit machen möchte, weil das halt mein Ding ist, weil mich das am meisten interessiert, meine Leidenschaft ist. Bloß speziell Zahnpflege hätte ich jetzt halt nicht so gedacht, dass sich da irgendwer für interessiert oder halt auf YouTube da sich irgendwas zu anguckt. Und naja, dann kam es ja mit der Idee, wie gesagt, um die Ecke und ich habe es auf mich wirken lassen und dachte dann, ja, ist eigentlich vielleicht wirklich eine ganz gute Idee. Ich kann es ja einfach mal probieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann es einfach machen und mal schauen, was passiert. Und habe dann aber als erstes, Das ist auch so gut. ja, mein erstes Video, das war über meinen Instant Pot, also Thema eher Kochen, Ernährung. Also ich habe so einen Schnellkochtopf und dann habe ich halt erklärt, wie der funktioniert. Das Video ist immer noch online. Also das war wirklich mein allererstes Video, weil ich erstmal überhaupt irgendwas vor der Kamera machen wollte. Das war niemals geplant, dass ich diese Videos veröffentliche. Ich habe sie auch auf Deutsch und auf Englisch gemacht, weil ich damals noch nicht wusste, ob ich den Kanal auf Deutsch oder Englisch machen möchte. Und ich habe erstmal, um reinzukommen, halt, ja, mich da in die Küche gestellt und da irgendwas erzählt. Und um einfach mal zu lernen, vor der Kamera zu sprechen, um hinterher das Schneiden zu üben und sowas alles. Und dann waren die Videos fertig, auf Deutsch und Englisch. Und als sie fertig waren, kam der erste Gedanke so, ja, jetzt sind sie fertig, jetzt kann ich sie eigentlich auch hochladen. Machen, ne? Ja. Einfach ausprobieren. Ja, das Ja. habe ich dann gemacht. Dann, ja, habe ich, also ich habe wirklich vorher keine weiteren Versuche gehabt. Das waren die ersten Versuche von mir vor der Kamera. Die habe ich hochgeladen und danach kamen ja eigentlich dann auch schon Videos zum Thema Zahnpflege. Und gerade am Anfang hast du mir da sehr, sehr viel geholfen bezüglich Themen. Also Ja. klar hatte ich so ein bisschen die Fragen von meinen Patienten im Kopf. Ich wusste, was die immer gefragt haben, was die interessiert. Aber du hast mir da auch viel geholfen, überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden, weil es für mich halt schwierig war. Kennst ja alles, war ja alles Ja, erstens normal. das. Und es war Ja. für mich so ein leeres, ungeschriebenes Blatt. Man muss ja irgendwie den Anfang finden und das Ganze ins Rollen bringen. Und da hast du mir auf jeden Fall viel geholfen. Und ja, jetzt später kamen dann natürlich auch Fragen von euch dazu. Da bin ich auch super dankbar für, dass ihr mir so viele Sachen fragt, dass ihr mich so viele Sachen fragt. Genau. Und da kann ich dann ja auch immer die Themen abgreifen, die euch interessieren. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ja. Ja, aber letztendlich habe ich dir ja noch viel mehr zu verdanken, weil du Bin mir ja gespannt. immer hilfst. Also Ja. fast immer auf jeden Fall beim Filmen, beim Einstellen der Kamera, vom Licht. Genau, und Ton, das Ganze habe ich durch dich gelernt und du hilfst mir mal dabei, weil das alleine echt schwierig ist und ich das auch nicht so könnte. Und auch wenn es darum geht, schwierigere Sachen zu schneiden. Ich meine, die meisten meiner Videos sind ja relativ simpel geschnitten, aber wenn es irgendwie schwieriger wird, da habe ich auch immer deine Hilfe. Fällt das auf mich auch zurück, Genau, ja. also ich habe ja auch so mal Detailaufnahmen von Zahnbürsten gezeigt und das ist dann immer aus Marks Hand sein Werk. Genau. Ja. Ja, danke dafür. Also, wie gesagt, ich dachte, es ist für euch mal ein bisschen interessant, in die Kulissen zu gucken, was da los ist. Aber ich habe ja auch eine Menge von dir gelernt. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also ich habe dir viel über Zahnpflege beigebracht, aber ich habe von dir auch ganz, ganz viel über Psychologie gelernt, über Persönlichkeitsentwicklung und einfach über die Psyche des Menschen, weil da hat dich dein Vater ja schon von Kindheit an sehr drauf Ja. getrimmt, dich gefördert und immer wieder gepusht und dir da ganz, ganz viel Wissen angeeignet, was du dann mir wiederum gegeben hast, ne? Ja. Und das hat mir letztendlich auch geholfen, meine Patienten mehr zu verstehen und euch auch mehr zu verstehen, weil es geht natürlich auch einerseits um Motivation oder um Gewohnheiten und auch, ich weiß, dass einige wissen, dass sie Zahnseide benutzen müssen. Also viele wissen das, haben sie vielleicht sogar zu Hause liegen, aber nutzen es trotzdem nicht. Ja, warum nicht? Und das hängt natürlich mit der Psyche zusammen, mit dem Mindset. Und da hast du mir so, so viel geholfen, dass ich das verstanden habe und mich damit mehr beschäftigt habe
also was letztendlich dazu geführt hat, dass ich wiederum euch oder auch meinen Patienten mehr helfen konnte, weil ich die verstanden habe. Und ja. Das habe ich auch dir zu verdanken. Ja, danke sehr. Ja, so, richtige so, Lobes so, ja, aber auch für dich, das machst du ja auch gut. Das ist ja, sag ich mal, dieses Geben und Nehmen, was die Zeit läuft ab. Wir müssen aber das Video neu starten. Okay. Das ist ja auch das Geben und Nehmen, was wir irgendwie auch aufgebaut haben. Und ich lese ja auch die Kommentare immer fleißig mit. Nicht alle und so, wie es halt zeitlich passt. Aber ich bin immer noch am Gucken und sehe auch, dass die Sachen, die wir auch zusammen, sag ich mal, entwickeln oder mal zusammen besprechen, dass sie dann auch einfach funktionieren. Ich lese ja auch die Kommentare, ich bin auch mit am Start. Ihr seht das nur noch nicht oder jetzt das erste Mal, ja. Dass ich dann halt auch lese und denke, oh, meine Zahnpflege hat sich total verändert oder ein neues Level erreicht und meine ganzen Gedanken, ich habe das erste Mal Spaß am Zähneputzen. Das ist alles, sag ich mal, wo wir auch zusammen sitzen, sag ich mal, die Videos nicht alle, aber auch häufig durchsprechen zusammen. Wie kann man das Ganze verpacken? Wie kann man das, sag ich mal, euch auch am besten rüberbringen? Und wie kann man das auch so, sag ich mal, konzipieren, dass es auch bei euch, sag ich mal, ja, auch Klick macht? Ja. Weil, wie du sagst, die Leute haben eine Zahnpasta und haben Zahnseide zu Hause und haben vielleicht auch schon mal eine Interdentalzahnbürste gekauft. Mhm. Und dann irgendwie, so, dann liegt sie halt da rum. So, warum muss man das denn jetzt benutzen? Und einfach nur zu sagen, benutzt es, reicht ja nicht. Ja. Das ist so. Ja, putz deine Zähne, ja, mache ich. So, aber es geht nicht darum, dass du es tust, sondern wie du es tust, warum du es tust, wie lange man das tut, welche Motivation dahinter ist. Dass man am Ball bleibt. Und dass man auch am Ball bleibt. Und dann muss man eigentlich auch viel verstehen, das ganze Konstrukt, so sehe ich das. Also ich kann ja eigentlich mittlerweile auch schon echt super viel über Zahnpflege euch erzählen. Aber was denkt ihr denn, worüber wir hier reden? Also da kann ich schon ganz gut mitreden. Und denke ich, das ist einfach so die Kombination, die das Ganze halt macht, welche, sage ich mal, die Bedeutung von mir auch jetzt irgendwie dann von dir so ein bisschen wichtig war, mich mal zu zeigen. Ja, genau. Also das war auf jeden Fall. Diese Kombination halt. Genau. Mir war einfach wichtig, dass ihr einfach mal seht, was eigentlich hinter der Kamera abläuft, wie es dazu gekommen ist und was eigentlich dahinter steht, hinter meinem Kanal und hinter den einzelnen Videos. Und da bist du halt einfach nicht wegzudenken. Was die eigene Motivation halt ist, die wir hier haben. Ja, ja, genau. So ist also das. Wie es gestartet ist, was die eigene Motivation ist und wo sie herkommt. Weil sie ist ja eigentlich hier drin gegründet, aber deine Kompetenz, die ist halt einfach fantastisch. Also du weißt halt super viel und da war es einfach nur irgendwie mäßig logisch, das nach außen hin zu tragen. Ne? Ja, genau. So irgendwie, denke ich mal. Hallo. Ja, es ist ja. Jetzt habt ihr das mal erfahren, wie alles zustande gekommen ist und was dahinter steckt, weil hinter dem Kanal steckt einfach so viel mehr als diese 10 Minuten oder wie lange das Video eigentlich dauert letztendlich. Also da ist ja so eine riesige Spanne von bis überhaupt die Themen zusammengetragen sind, das Ganze im Kasten ist, geschnitten ist und so weiter. Das sehr, sehr viel Arbeit steckt da drin und auch sehr viel Energie, aber auch ganz, ganz viel Herz. Ja. Also ja, wir sind da wirklich mit Leidenschaft dabei und wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefällt, aber ich denke, das Feedback von euch ist so positiv und ich bekomme so liebe Kommentare von euch. Ja, da freue ich mich immer total und deswegen denke ich mal, dass euch die Videos auch gefallen und dass sie vor allem euch auch helfen, was ja unser Ziel ist. Und ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, auch wie ihr dieses Video findet. Also hat es euch interessiert? Was ist euer Eindruck so von dem ganzen großen Kanal insgesamt? Wie das so wirkt, das Ganze. Genau. Also ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Sagt auch mal, ob ich Marc mal häufiger vor die Kamera holen soll. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Ideen, was man auch zusammen machen könnte, wo Marcs Kompetenz gefragt ist. Lasst mich das doch einfach mal wissen, ob ihr daran Interesse habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ja, dann sage ich mal, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Genau. Also, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Gebt mir wie immer einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Da bin ich jetzt los. Ciao. Tschüss.